Hallo hier bei Justins Wetter zu diesem ganz, ganz kurzen Wetter-Update. Wir werden in diesem Video in 7 Minuten circa jetzt mal besprechen und die Luftmassengrenzen besprechen und generell die Luftmassengrenzen mal vergleichen. Einmal nach dem EZMWF-Modell zu Beginn und dann gucken wir auf das GFS-Modell. Und dieses Bild passt am besten mit diesen kräftigen Schneefällen. Schauen wir jetzt am Anfang mal auf den Polarwirbel hier auf die Minzonalwinde. Und da sehen wir doch, dass die Minzonalwinde jetzt in den nächsten Tagen wohl die Nullergrad-Grenze erreichen werden. Und dann kann man doch durchaus von einem Polarwirbel sprechen. Also in Sachen Polarwirbel könnte da doch noch in ein paar Wochen nochmal was auf uns zukommen. Und danach schnellen die ganzen Läufe wieder nach oben. Schauen wir auf den 15.01. Und am 15.01. da hätten wir dann schon ein kräftiges Schneefallgebiet im Norden mit teilweise sehr, sehr kräftigen Schneefällen. Wird vor allem Schleswig-Holstein dann betreffen. Jetzt gut zu kennen, aber sonst in der Mitte und im Süden hätten wir meistens trockenes Wetter mit sehr, sehr wenig Niederschlägen oder fast gar keinen Niederschlägen. Richtung Polen haben wir noch ein paar kräftige Schneeschauer. Schauen wir dann jetzt auf diese Luftmassengrenze hier nach dem EZMWF-Modell, auf die Wetterlage, um genau zu sein. Und dann hätten wir doch diese Luftmassengrenze einmal von NRW bis nach Bayern und Sachsen liegend. Und mit dieser Luftmassengrenze gäbe es doch dann teilweise sehr, sehr kräftige Schneefälle. Zu einem strömt die Luft aus Norden an diese Luftmassengrenze und zu einem diese warme Luft aus Süden. Und dann kommt diese Luftmassengrenze dann rein zu uns nach Deutschland. Und da sehen wir dann doch schon im Südwesten kräftige Schneefälle. Am Anfang dann auch noch hier in Baden-Württemberg, wo dann diese milde Luft vor allem danach die Tage dann herrschen wird. Wie gesagt, kommt dann diese Luftmassengrenze hier rein mit schon ersten ergiebigen Schneefällen. Und da kann es dann doch in Sachen Schneefälle örtlich sehr, sehr heftig zur Sache gehen. Schauen wir dann als nächstes jetzt mal ein bisschen weiter und dann zieht diese Luftmassengrenze weiter nordwärts, bringt dann kräftige Schneefälle einmal von NRW bis nach Südostbayern. Hier kann dann doch auch einiges an Schnee liegen bleiben und von Norden würde dann diese kalte Luft in diese Luftmassengrenze reinströmen und von Süden diese sehr, sehr warme Luft. Schauen wir jetzt als nächstes mal ein bisschen weiter, schauen wir dann, wo diese Luftmassengrenze sich dann weiter verlagern wird hin. Und da sehen wir doch, dass von Südwesten dieser Schneeniederschlag immer mehr in Regen übergehen wird, hier jetzt relativ gut und plakativ zu erkennen. Und dann hätten wir dann doch hier teilweise diese sehr, sehr kräftigen Schneefälle, die dann hier berechnet werden, die dann vor allem das Emsland, das Münsterland erreichen werden. Und dann womöglich dann würde diese Luftmassengrenze bis nach Sachsen liegen. Und dann verlagert sich das Ganze weiter Richtung Norden und dann gäbe es im Norddeutschland sehr, sehr kräftige Schneefälle mit teilweise ergiebigen Schneefällen. Whiteout wäre auch ein Thema. Und da würde dann diese sehr, sehr warme Luft aus Südwesten zu dieser Luftmassengrenze hinströmen und von Norden aus Nordeuropa würde dann diese kalte Luft in diese Luftmassengrenze, wie gesagt, reinströmen. Und im südlichen Teil gäbe es auch kräftigen Regen und dann würde dieses Schneefallgebiet langsam nach Osten abziehen. Dann würde das Ganze allmählich doch eher wieder in Regen übergehen und dann hätten wir ein Regengebiet einmal von NRW bis nach Brandenburg und Berlin, vielleicht dann noch in Schleswig-Holstein, in Mecklenburg-Vorpommern, Nordbrandenburg, hätten wir es dann noch mit leichten bis mäßigen Schneefällen durchaus zu tun. Schauen wir dann auf die Schneehöhen und da sehen wir dann doch hier bis zum 18.01. folgende Schneehöhen von vor allem einmal von NRW bis nach Südostbayern hätten wir dann teilweise 5 bis 15 cm Schnee und dann durch dieses Schneefallgebiet am 15. hätten wir dann auch noch im Norden relativ viel Schnee. Teilweise werden hier nach jetzigem Stand bis zu 15 cm örtlich im norddeutschen Flachland an der Nord- und Ostsee berechnet. Das GFS-Modell berechnet jetzt hier, da ist mir jetzt ein kleiner Fehler unterlaufen, sorry dafür. Wie gesagt, das GFS-Modell, das berechnet dann durchaus diese Luftmassengrenze einmal über der Mitte mit diesen teilweise kräftigen Schneefällen. Und wie gesagt, sorry dafür, dass mir dieser kleine Fehler unterlaufen ist, aber ich hoffe, dass ich es jetzt noch geändert bekomme, gleich in diesem Video. Schauen wir dann jetzt mal auf das Wetter und da sehen wir dann dazu, diese Luftmassengrenze würde dann doch nach dem GFS-Modell wohl im Norden liegen, würde dann aber auch vom Südwesten hereingezogen sein, mit teilweise kräftigen Schneefällen, auch erst noch in NRW, aber das würde dann nach und nach, wie gesagt, in Regen übergehen, also alles super spannend, was die Modelle dann nach jetzigem Stand örtlich gerade berechnen.
Schauen wir dann jetzt noch auf die Schneehöhe nach dem GFS-Modell. Und das GFS-Modell, das berechnet dann doch vor allem vom Emsland bis nach Sachsen, bis nach Dresden, so die Ecke, teilweise Schneehöhen zwischen 5 und 25 cm Schnee, die da berechnet werden. Und ja, da kann dann doch einiges an Schnee örtlich liegen bleiben, aber das wahrscheinlich nur kurzzeitig, wenn die mildere Luft dann durchschwenken würde. Schauen wir auf die Ensembles für die Temperaturen in 2 Metern Höhe und da sehen wir doch hier ganz gut, hier für den Norden, erst diesen Absturz und dann geht es ja auch auf überdurchschnittliche Temperaturen und das berechnen fast alle Modelle das so. Ein paar Modelle sind zwar noch dabei, die hier unten mitspielen würden bei den Läufen, aber sehr, sehr viele Läufe wären doch ganz weit oben mit dabei und dazu hatten wir dann immer wieder ein paar Niederschlagsignale am Anfang noch als Schnee, später dann wohl als Regen. Der Südwesten sieht ähnlich aus, erst noch diese relativ kalten Temperaturen, dann geht es auch hier bergauf und was man hier sagen muss, ja, hier sehen wir doch auch ganz gut, viele Läufe sind auch schon vorher weiter oben dabei. Und da sehen wir doch, teilweise werden hier doch schon 10, 12, 13 Grad örtlich berechnet. Das könnte diese Luftmassengrenze sein, wenn hier im Süden dann doch deutlich mildere Luft reinschwappen würde. Also dazu auch noch ein paar Niederschlagssignale, also es bleibt spannend. Und wir sehen uns dann in der nächsten Wettervorhersage wieder. Würde mich freuen, wenn ihr auch da einschalten würdet. Morgen früh wahrscheinlich wieder. Gerade läuft so gut mit meinem Kanal, würde mich freuen. Wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Video und ciao.